TGW Duplex Serie 200 Einführung. Willkommen beim Lokführertraining hier in Marseille. Heute lernen Sie den SNCF Series 200 TGV Duplex in Camion-Lackierung zu fahren. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit den wichtigen Fahrsteuerungen und Fahrgastaufgaben. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Ja, das klingt doch mal ziemlich gut. Ich habe mir eine neue Strecke gegönnt. Die LGW ist nämlich gerade aktuell im Sale gewesen, jetzt auch hier auf Steam. Also dachte ich mir, weil ich schon sehr, sehr lange mit dieser Strecke und vor allem mit diesem Zug geliebäugelt habe, ist es doch mal an der Zeit, ihn zu fahren. So, wir stehen hier gerade in Marseille. Hier vorne steht noch ein Kollege. Ja, dann würde ich mal sagen, auf geht's. Das ist ein schöner Zug, ne? Also gucken wir uns natürlich alles noch von innen sehr, sehr genau an. Auch mal so eine Passagiermitfahrt. Kommt alles noch. Aber erstmal fahren lernen. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Oh, interessant, dass es praktisch hier abgedunkelt ist und man so hier gar nicht mehr weiter rein kann. Aber okay, nicht schlimm. So. Ja. Nicht schlecht, der Führerstand. Nicht schlecht. Setzen wir uns mal hin. Um zu beginnen, beenden Sie das aufgerüstete Abstellen, damit Sie diesen Zug übernehmen können. Press the Service Retention Cancel Button. Machen wir. Im normalen Fahrbetrieb wird dieser Zug durch einen Stromabnehmer, der mit der Oberleitung verbunden ist, elektrisch angetrieben. Jedoch ist dieser Stromabnehmer momentan gesenkt. Wir müssen deshalb die ersten Einstellungen mit Hilfe der Hilfsbatterie vornehmen. Okay, Hilfsbatterie auf an und für 5 Sekunden halten. Um das Hauptpult einzuschalten, schalten Sie den Hauptschalter auf ein. Wo ist denn hier jetzt der Stromabnehmer? Hätte er nicht oben sein müssen? Oder ist der hinten irgendwo oben? Nee. Okay, Hauptschalter auf an. Heben Sie nun den Stromabnehmer. Stellen Sie die Stromabnehmer-Auswahldrehknöpfe auf Gleichstrom und Normal. Der Stromabnehmer hebt sich nun automatisch und stellt Kontakt zur Oberleitung her. Okay, also dann wählen wir den Pantographen auf DC. Immer noch nicht oben, weil wir jetzt set the pantograph selector to normal. Lower normal. Die Gleichstromeinstellung verwenden Sie rund um Marseille. Die LGW-Einstellung verwenden Sie außerhalb von Marseille auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke. Und die Wechselstromeinstellung wird auf anderen Strecken genutzt, die mit Wechselstromoberleitung ausgerüstet sind. Der Leistungsschalter muss eingeschaltet sein, damit Strom den gesamten Zug erreicht. Also den Circuit Breaker an. Jetzt, da der Leistungsschalter aktiviert ist, muss dieser geschlossen werden. Nutzen Sie den angezeigten Knopf, um dies zu tun. Dann schließen wir. Die Spitzensignale werden automatisch eingestellt, wenn der Hauptschalter aktiviert wird. Aber gehen Sie sicher, dass Sie die reduzierten Lichter benutzen, wenn Sie einem Zug begegnen, um andere Fahrer nicht zu blenden. Okay, wo kann ich das dann einstellen? Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Ja. Schicke Frisur. Ja, sieht gut aus.
So, wo, nein, im Ernst jetzt, wo kann ich hier das Licht eigentlich einstellen? Warum das alles auf Englisch ist? Zunächst müssen Sie einen Bremstest vollführen. Dies stellt sicher, dass alle Bremsen funktionstüchtig sind, bevor Sie losfahren. Warum das alles hier auf Englisch momentan ist? Zuerst drücken Sie Bremse halten. Dies hält die Bremsen des führenden Triebwagens in ihrem aktuellen Zustand, damit sie nicht wegrollen. So, Parkbremse an. Nun drücken Sie auf die Notbremse. Wenn Sie korrekt... Nutzen Sie den neutrale Bremseschalter, um den Bremshebel zu deaktivieren. Ein blaues Licht zeigt nun an, dass das Lösen der Bremse nicht mehr möglich ist. Okay. Jetzt wieder auf die Notbremse. Aha. Sie können die Bremse wieder aktivieren, indem Sie den neutrale Bremseschalter drücken. Das blaue Licht sollte nun gelöscht sein. Jo, ist das. Jetzt, da Sie die Notbremse getestet haben, testen Sie die Funktion der normalen Bremse. Dann halten Sie die Zugbremse in der Position lösen, bis die Bremse... Bis die Bremsnadel auf 5 bar ist, okay. So. Halten Sie die Zugbremse auf Anlegen, bis die Bremsleitung auf etwa 4 bar... Damit haben wir die Bremsen vollständig getestet. Sehr schön. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Vorwärtsstellung. Es gibt 3 Fahrmodi im TGW. Kuppeln und Entkuppeln. Die Geschwindigkeit in diesem Modus ist begrenzt und für Rangierfahrten gedacht. Manuelle Steuerung. Dies ist der Modus für das Fahren auf der normalen Strecke. Und Geschwindigkeitsvorgabe. Dieser nutzt den Geschwindigkeitswähler und wird von Fahrern auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke genutzt, um die maximale Geschwindigkeit zu setzen. Dann fangen wir mal an. Weil Sie sich auf der normalen Strecke befinden, wählen Sie den manuellen Fahrmodus. Okay, Driving Mode manuell. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Tür. Machen wir. Aha, Sander. Machen wir die Klimaanlage an. Corridor Light, Corridor Light. Cap Light. Aha. Okay, Klimaanlage. Ich würde hier gerne so eine Art Instrumentenbeleuchtung noch anmachen. Wo kann ich die denn anmachen? Hier vielleicht? Nee. Das ist der Scheibenwischer. Die Bremseinrichtungen. Was ist das? Gauge Lights. Oh, Gauge Lights? Gauge Lights? Gauge Lights. Müsste eigentlich geklappt haben. So, was kann ich hier machen? Die KVB. Was ist das? Weiß ich nicht. Hauptschalter, WACMA, Gauge Lights. Aha. Taillights. Ne, lassen wir mal an. WACMA, WACMA. Hier kann ich nichts bedienen. Open Passenger Doors. Close Passenger Doors. In dieser Einführung fahren Sie bis Aix-en-Provence. Zuletzt drücken Sie Bremse halten. Sie sollten nun das gelbe Licht erlöschen sehen. Halten Sie die Zugbremse in der Position lösen, um die Bremse zu lösen. Okay, also Bremse halten und lösen. Und dann müssten wir jetzt eigentlich fahren können. Achso, until the BCP needle is at 5 bar. So. Der Zug ist jetzt abfahrbereit. Erhöhen Sie die Leistung ein wenig. Mach mal.
Das Einhalten der Geschwindigkeitsbeschränkungen ist wichtig. Wenn Sie zu schnell werden, halten Sie den Bremshebel in der Position anlegen, um langsamer zu werden. Deskglide. Aha. Headlight Brightness reduced 0. Ah! Okay. Also wenn uns ein Kollege entgegenkommt, einmal hier drauf. Wie sieht das denn aus? Aha. Okay. Ja, endlich im TGV. Wie war das denn hier noch gleich? Nee. 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 Auch nicht. Ja, ich muss mir noch mal die Video-Tutorials dazu angucken, wie das mit dem Sicherungssystem hier war. Also AUX. Aix-en-Provence ist unsere nächste Haltestelle. Mein Französisch ist übrigens sehr, sehr schlecht. Ach, der Sound von dem TGV ist geil. Also, das ist richtig gut gelungen. Generell von nahezu allen Fahrzeugen, die es im TSW gibt, ist der Sound wirklich. Im TSW 2 gibt, ist der Sound wirklich exzellent. Gab es hier nicht irgendwo so eine Art AFB? Gab es doch mal. Meine ich zumindest. Ja, mit der Route wird halt leider nur dieser eine Zug mitgeliefert. Das ist ein bisschen schade. Also so Regionalverkehr und sowas gibt es halt gar nicht hier. Und auch wirklich nur diesen TGV. Aber der ist dafür halt wirklich echt gut. Und ich finde schon, man hat hier so ein bisschen das Gefühl, dass... Also man hat hier schon das Gefühl, das ist nicht Deutschland, das ist nicht die USA und auch nicht wirklich England. Also was das angeht, so diesen immersiven Teil, wo man sich praktisch hineindenkt in ein anderes Land, finde ich eigentlich ganz gut gelungen hier. So, 140 dürfen wir fahren. Wir eigentlich hier Fenster zum Öffnen? Nee. Was haben wir denn hier für eine Framerate? Ah, 35, 36. Das ist okay. Sie nähern sich dem Spannungswechsel und müssen den Spannungsmodus des Zuges ändern, um weiterfahren zu können. Sie werden dies tun, ohne anzuhalten. Das klappt. Öffnen Sie den Leistungsschalter, dann schließen Sie ihn wieder. Aha. Set the circuit breaker to on. Senken Sie den Stromabnehmer, indem Sie den Schalter auf Senken stellen. Okay. Pantograph senken. Und wechseln Sie den Stromabnehmermodus zu LGW. LGW. Und jetzt
Jetzt rollen wir einfach nur, oder was? Soll ich den Panto nicht heben? Vermutlich noch nicht. Ja, wir rollen jetzt erstmal nur. Das ist, glaube ich, die Tafel, die das signalisiert. Sobald Sie das REV-Schild erreichen, hat das Ende Ihres Zuges den Spannungswechsel verlassen. Sie können nun den Stromabnehmer wieder heben. Tun Sie dies, indem Sie den Stromabnehmerwähler in die Position N stellen. Okay, können wir schon? Ja, ich glaube schon. N. Wenn das Leistungsschaltersymbol aufleuchtet, schließen Sie den Leistungsschalter. Das bedeutet, Sie können nun die Leistung erhöhen, bis Sie die angezeigte Geschwindigkeit auf dem TVM-Display erreichen. Okay. Haben wir? Schön gemacht. Sie sind jetzt in der Lage, Ihre Fahrt fortzusetzen. Ich kann mir vorstellen, dass das extremst kompliziert war, dieses Tutorial, dieses interaktive Tutorial während der Fahrt zu erstellen. Das muss Ewigkeiten gedauert haben. Dann mal hoch auf die 300. Da, der Speed Selector. Da ist er doch. Meine Güte, hat er sich gut versteckt. Was ist das? Oh, eine Uhr. So, da die 230 blinken, wird die Geschwindigkeit ja weiter runter genommen. Jo, 200 jetzt nur noch. Also insofern beschleunige ich da nicht mehr so stark. Sie nähern sich nun Aix-en-Provence. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. So, 4 Kilometer noch. Ab hier vorne gelten dann, an 3 Kilometern gelten dann 170. Ne, jetzt gelten schon die 170. Nee. Glaube ich. Nein, nicht Notfall. Eieiei. Gut, mit der Steuerung muss man erstmal klarkommen, ne? Mal darauf achten, dass hier am Ende dann wieder 5 Bar stehen, sonst bremsen wir weiter runter.
So, rotes Signal voraus und dann ist dieses Tutorial hier vorne auch schon beendet. So, wir lassen rollen. Und halten dann hier an in Aix-en-Provence. Das müsste reichen. So. Turn off. Ich würde gerne noch mal in die Wagen reingehen. Herrlich. Schade, dass die immer hier diese abgedunkelten Fenster einbauen. Klar, die sind in Realität auch da. Ist ja auch im ICE der Fall, aber das geht halt auf Kosten, so ein bisschen auf Kosten der ja, des Sichtfaktors, wenn man hier so als Fahrgast mitfährt. Da würde ich mir wünschen, dass die dann in Zukunft vielleicht doch die ganz normalen Glasfenster in diesem Sinne einbauen. Aber den Zug gucken wir uns auf jeden Fall irgendwann anders mal ganz genau an. Okay. Tür zu. Und das war's dann noch, glaube ich. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Jawohl, ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir werden natürlich auch noch mal eine komplette Fahrt hier auf der Strecke machen. Mit den 320, 330 km/h, die wir fahren dürfen. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.